Matrix, die ist ja allgemein zu betrachten. Das ist ja praktisch eine Matrix, die sich auf eine quadratische Matrix, aber eben n Kreuz n bezieht. Also können wir uns mal ruhig ein anderes Beispiel anschauen, nämlich eine Funktion f, die abbildet vom R3 auf die reellen Zahlen. Ja? Und die Funktionsvorschrift soll sein f von x, y, z, also eine vierdimensionale Funktion. Das ist eben auch immer ein Missverständnis. Ich habe hier zwar x, y und z, ja, aber wo soll ich jetzt den Funktionswert in mein Schaubild eintragen? Ja, den kann ich nochmal veranschaulichen, ne, den Funktionswert. Ich habe zwar drei Veränderliche, aber mein Funktionswert ist praktisch, ja, den kann ich auswerten, aber nicht mal einzeichnen. Deswegen eine vierdimensionale Funktion könnte sozusagen äquivalent zu der Problemstellung sein. Ich schaue mir zwei Raumpunkte an im Raum. Ja, das ist ein elektrisches Potenzial in Punkt 1 und Punkt 2. Und ich interessiere mich, wo am meisten das Potenzial sich verändert, in welcher Richtung. Also ich könnte dann an jeden Raumpunkt einen Vektor ankleben, ja, und das ist natürlich der Gradient im Dreidimensionalen. Ja. Den kann ich dann an jeden Raumpunkt antragen, ja. Man spricht dann von ja, solchen nicht mehr wie im Zweidimensionalen, dass der Gradient in der Ebene lebt, ja, sondern und ich praktisch Niveaulinien habe, ja, ich habe dann Niveauflächen hier in der Situation. Ja gut, aber das ist ja ein anderes Thema. Wir wollen ja uns die Hesse-Matrix nochmal anschauen, wie die sich verhält, wenn sie auf eine Funktion trifft, die von R3 auf die reellen Zahlen abbildet. Okay, dann haben wir die Funktionsvorschrift. 5 halbe x Quadrat plus 1 halb y Quadrat plus 1 halb z Quadrat minus xz plus y minus 2z. So, die notwendige Bedingung für Extremas ist natürlich, dass die Ableitungen verschwinden. Ja? Und zwar alle drei. Das ist auf jeden Fall unsere notwendige Bedingung. Wenn wir das ableiten, unsere Funktion, ja, also das Konstrukt hier, ich habe es ja nochmal hier oben hinbekommen, das gehört ja alles zusammen. Also einmal nach x ableiten, einmal nach y, einmal nach z, dann können wir hier schreiben, die Ableitung in die Dimension x ist äquivalent zu, ja, 5x minus z minus 1. So, nach y ableiten ist äquivalent zu y plus 1. Nach z ableiten ist äquivalent zu z minus x minus 2. Für die Hesse-Matrix brauchen wir noch andere Ableitungen. Ja, ich brauche alle partiellen Ableitungen. Ja, das könnte ja zum Beispiel zuerst nach x und dann nach y sein. Ja, dann hätte ich die zweite Ableitung. Ja, ich brauche alle zweiten Ableitungen sozusagen. Fangen wir eben an mit dem Satz von Schwarz. Wenn wir uns die Ableitung in x anschauen und dann nach y, habe ich die 0. Aber Satz von Schwarz erleichtert mir die Arbeit. Dann ist die Ableitung zuerst nach y und dann nach x auch dasselbe. Das Analoge bekommen wir, wenn wir uns die Ableitung anschauen, zuerst nach x und dann nach z ableiten. Dann bekommen wir raus minus 1. Und der Satz von Schwarz erleichtert uns auch hier das Leben. Ist dasselbe, als wenn ich zuerst nach z und dann nach x ableite. Es könnte aber auch noch eine andere zweite Ableitung existieren, nämlich zuerst nach y und dann nach z. Und das Ganze ist auf unser Beispiel bezogen dann 0. Der Satz von Schwarz erleichtert uns das Leben. Das ist dasselbe, als wenn ich zuerst nach z und dann nach y ableite. So, und unsere ja, Standard-zweiten Ableitungen von unserer Funktion f nach x. Naja, wenn ich meine Funktion, die erste Ableitung, das war ja 5x minus z minus 1, nochmal nach x ableite, was habe ich dann? Die 5, ja.
So, die zweite Ableitung in die Dimension y. Ja, ich leite nochmal nach y ab und was? Ja, meine erste Ableitung, das war ja y plus 1 und das ist sicherlich 1. Dann schaue ich mir die Dimension z an, die leite ich nochmal ab. Aber was leite ich ab nochmal? Naja, die erste Ableitung in die Dimension z war z minus x minus 2. Was bekommen wir dann? Natürlich 1. Ja. So, und jetzt können wir doch unsere Hesse-Matrix aufstellen. Hesse-Matrix von unserer Funktion x, y, z ist gleich. Oh, hoppla, der war zu nieder. Ist gleich. So, 5, 0, minus 1, 0, 1, 0, minus 1, 0, 1. Ich bin zu faul für Eigenwerte. Ich beziehe mich auf auf die Definitheit einer Matrix oder auch auf das Hurwitz-Kriterium, wie es genannt wird. Tet von dem ersten Hauptminor, das ist einfach der erste Eintrag, ist 5. Tet, die Determinante von 5 ist natürlich 5 und die ist größer 0. Die Determinante von, ja, dem zweiten Hauptminor, wenn man es ausrechnet, ist auch größer 0. Wir lassen es jetzt mal hier dabei, da kommt jetzt die Matrix rein. Ja, die rechnen wir auch aus. Wenn wir auch feststellen, ist größer 0. Also ist diese Matrix positiv definiert und ich habe hier keine Abhängigkeiten mehr von irgendwelchen, ja, Variablen. Somit hätten wir dann schon jetzt herausgefunden, dass ich ein globales Minimum bekomme. Ja, globales Minimum. Aber wir müssen natürlich noch anschauen, wie schaut das globale Minimum aus? Ja, es ist ja so gewesen, dass wir eine notwendige Bedingung brauchen, nämlich dass die partiellen Ableitungen hier verschwinden. Ja? Ich halte x, y, z halte ich fest und schaue mir einfach die Tangente an in die Richtung nach x, ja? Und analog für die anderen. Ja? Und ja, wenn wir das jetzt mal in Formeln hinschreiben, in Gleichungen, das ist doch 5x minus z minus 1 muss 0 sein. Ja? Hier haben wir gehabt, y plus 1 muss 0 sein. Kann man so schreiben. Muss 0 sein, muss 0 sein, muss 0 sein. Dann folgt z minus x minus 2 muss 0 sein. Ja, jetzt haben wir ein Gleichungssystem. Ja? Gleichungssystem, ich schreibe es gleich mal in die Koeffizientenmatrix. Ich habe 5. Ne? Also ich fange hier an mit der Zeile. Ich habe 5, 0, minus 1, minus 1. Ich habe 0, 1, 0, 1. Ich habe minus 1, 0, 1, minus 2. Ja? Also hier stehen meine x3 oder z-Koordinaten, hier meine y oder x2, wie man es benennen will, und hier mein x1 oder einfach x. Ja? Wenn wir jetzt vier Dimensionen hätten, dann müsste ich ja indizieren. Ja? Aber bei drei Dimensionen eben kann man x, y, z schreiben. So. Jetzt können wir das Gleichungssystem ja lösen. Hier ist ja, hier bietet sich das schon an. Ich habe hier einfach da stehen, y ist gleich, ja, hier steht ja gedanklich noch die 0, ja, minus 1. Ja. Da schreiben wir es ausführlich. Hier in der Zeile steht y plus 1 ist 0. Aber daraus folgt, y ist gleich minus 1. Ja, hier könnte ich also mit diesen zwei Gleichungen in der Form arbeiten, dass ich hier auf die Zeile 3 mal 5 rechne. Ja, die fällt jetzt raus, die braucht man nicht mehr. Und einfach drauf addiere. Ja, auf die erste. Ja, wenn man das so macht, also ich habe 5.
schreiben wir es nochmal her, minus 1 und minus 1 und hier habe ich minus 1, 0, 1, minus 2. Also wir haben noch keine Zeilenstufenform, weil da ein Eintrag ungleich 0 steht. Also 5 mal die Zeile 2 plus Zeile 1 ist gleich Zeile 2 Strich. So, 5, 0, minus 1, minus 1. Dann habe ich hier, oh, dann habe ich hier die 0. Dann habe ich hier die 0. Jetzt haben wir Zeilenstufenform. 5 mal die Zeile 2, also hatte ich hier 5, aber die erste Zeile noch dazu addieren ist hier die 4. Hier habe ich minus 10, minus 11. So. Dann folgt daraus, das ist ja mein x3 oder z. Also 4z ist gleich minus 11. Nee, sorry, mein Fehler. Hier steht noch die 0. Ich habe hier 4z minus 11 ist 0 und daraus folgt jetzt z ist gleich 11 Viertel. Ja gut, jetzt mit den Werten hier oben rein. Ich habe hier die 11 Viertel, das ist ja mein z. Und hier habe ich x. Ja, dann folgt daraus x1 oder x, wie man es nennt, wir indizieren ja nicht, ist 3 Viertel. Also haben wir unseren Minimal. Und die Minimalstelle bei 3 Viertel, minus 1 und 11 Viertel. Und dies global. Ja? Und wenn wir uns jetzt mal die Hesse-Matrix anschauen, also welche Ableitungen da drin stehen. Wir haben ja die Hesse-Matrix bezogen jetzt auf dieses Beispiel, bezieht sich auf eine vierdimensionale Funktion. Und naja, dann steht hier die zweite Ableitung nach x, hier die zweite Ableitung nach y, hier die zweite Ableitung nach z. Ja? Und was steht jetzt hier? Hier oben ist ja die altbekannte Hesse-Matrix versteckt für die 2 Kreuz 2 ja? Matrizen. Hier. Aber die reicht eben nicht für die Abbildung vom dreidimensionalen auf die reellen Zahlen. Wir brauchen natürlich alle partiellen Ableitungen. So, das muss ich jetzt hier hinschreiben. Ja, eine fehlt noch, ne? Zuerst nach z oder und dann nach y. Oder zuerst nach y und dann nach z. Und jetzt können wir sie zumachen. Ja, jetzt kann man sich ungefähr vorstellen, wie das weitergeht. Ja, wenn ich mich auf eine Funktion, jetzt muss ich indizieren x1, x2, x3, x4 beziehe, ja, dann habe ich eine 4 Kreuz 4 Hesse-Matrix und so weiter und so weiter. Ja, diese Hesse-Matrizen, das sind ja praktisch nur ein, ja, wie soll man sagen, Spezialfall von den Jacobi-Matrizen. Ja. Meines Wissens nach haben der Herr Hesse und der Herr Jacobi auch kurzzeitig zusammengearbeitet. Ja. Und ja, dieser Herr Jacobi hat ja praktisch sich damit beschäftigt, mit dieser Eigenwerttheorie. Ja? Er hat dann praktisch so ein Verfahren ja entwickelt, um praktisch jede beliebige Matrix dann mit einer Angabe einer numerischen Schranke diagonalisieren kann. Ja? Ich sage es jetzt mal grob diagonalisieren kann. Mit einem Anführungszeichen noch die Jordan-Normalform spielt da vielleicht dann auch noch mit rein. Ja? Aber das ist ein anderes Thema. Gut, dann beenden wir mal dieses Video.